Der 25. Mittwoch. Ja. Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 25.11.2015. Und ich habe mich irgendwie verschnupft, glaube ich, oder? Fühlt sich auch so an, als hätte ich mir ein bisschen zu. Egal, ich habe frei. Frei. So, erstmal Kaffee machen. Dann werde ich das Video schneiden, veröffentlichen. Dann muss ich hier Klatschen machen. Ist ja echt unfassbar, wie zu Müll eine Einraumwohnung sein kann. Oder wie man eine Einraumwohnung zubauen kann. Naja, aber heute muss es dringend gemacht werden. Cookie, musst du wirklich raus? Willst du wirklich? Keine Chance? Okay, dann müssen wir mal. Sieht nicht so gemütlich aus. Es schneit. Guck, musst du da mitten im Weg pinkeln? Ich weiß nicht, was sie da hat, aber... Was war denn da? Was war denn da so wichtig? Was soll ich sagen? Achso, das ist auch nur so Deko-Schnee. Der bleibt wieder nicht liegen. Apropos Deko-Schnee. Ich habe meinen Bart aufdekoriert mit Schnee. Glaube ich jedenfalls. Ich sehe den nicht so richtig, aber das, was ich sehe... Also sieht so aus, als wenn da ein paar weiße Krümel dran sind. Alter, die GoPro, die kotzt mich an. Sie sind 10 Minuten am Strand hier vielleicht, dann geht die GoPro aus, weil der Akku angeblich leer ist. Der war zu Hause noch voll. Mein Gott, ein bisschen kälter, das sind vielleicht, weiß ich nicht, lass es 0 Grad sein. Aber das muss so eine scheiß Kamera abkönnen. Ja, nur schön Wetterkameras, echt für die ganzen Surferboys und fuck, ey. Ehrlich, ey. Kotzt ihn an. 400 Euro für so eine scheiß Kamera auszugehen, die bei 0 Grad nach 5 Minuten aussteigt. Letzte Woche hatte ich nur einen Tag frei. Diese Woche habe ich nur heute frei. Und dazwischen die Tage, gerade am Wochenende, waren echt schon, die waren schon hart, muss man sagen. Das heißt, ich kriege so ein bisschen auf den Zahnfleisch. Und das Problem ist, wenn man nur einen Tag frei hat, muss man alles, was man erledigen möchte, halt an diesem einen Tag erledigen. Wenn man aber schon auf den Zahnfleisch kriegt, und so geht mir das jedenfalls, also ich kann da nur für mich sprechen, ist man an diesem Tag auch echt in so einem Modus, oh, lasst mich doch alle in Ruhe, ich will nur... faul in der Ecke rumliegen oder so. Und so geht mir das. Ich muss eigentlich, oder ich möchte eigentlich viele Sachen erledigen, muss hier in der Bude natürlich auch viel machen. Aber ich kann mich nur ganz schwer dazu aufraffen, weil ich irgendwie eigentlich nur meine Ruhe haben will und rumgammeln will. Einen Tag in der Woche wenigstens. So, nun ist es 13 Uhr oder so wahrscheinlich. Mal gucken. Noch schlimmer, 13.40 Uhr sogar schon. Und ich habe jetzt erst geschafft, zumindest mal meinen Abwasch zu erledigen. So, jetzt muss ich mal einkaufen gehen, weil ich ja irgendwie auch noch was essen muss. Mein Kühlschrank ist leer. Hab Hunger, aber ich kann mich nicht aufraffen, einkaufen zu gehen und was zu essen zu wollen. Das Problem ist, umso länger ich warte, umso hungriger werde ich. Und hungrig einkaufen gehen, um was zu essen zu holen, ist gar nicht gut. Weil ich dann nur erstens viel zu viel kaufe und dann lauter Zeug kaufe, was ich gar nicht brauche und eigentlich gar nicht essen will, weil ich mich danach wieder schlecht fühle. Und ach ja, das ist ein Teufelskreis. Das hilft aber nichts. Jetzt muss ein paar Sachen erledigt werden. Ich muss erstmal eine Liste machen, was ich erledigen muss, was wirklich dringend ist. So wie hier aufräumen und Wäsche wegräumen und Waschmaschine ansetzen und einkaufen gehen. Und wenn ich das alles erledigt habe, dann setzt mir uns in die Couch, dann könnt ihr mich alle mal im Arsch lecken. Ja, so ist der Plan jetzt. Also erstmal eine Liste machen. Irgendwie fühlt sich meine Nase zu an. Irgendwie ist meine Nase verstopft oder so, ich weiß nicht. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht noch krank werde. Das fehlt mir echt noch.
80 Euro Großeinkauf. Rucksack voll, zwei Jute Beutel voll und zwei Plastiktüten vom Dings noch dazu. Naja, das meiste davon muss aber sein, oder? Ist gut für mich. Okay, da ist auch Schokolade und Chips bei, aber hält sich in Grenzen, ehrlich. Es ist 8:45, also 20:15 Uhr. Und das einzige Produktive, was ich heute getan habe, ist einkaufen gewesen, meine Wäsche weggeräumt und abgewaschen. Und Wäsche angesetzt, neue Wäsche angesetzt. Aber das war's. Und irgendwie, habe ich ja schon gesagt, fühlt man sich dann schlecht. Also fühle ich mich dann schlecht, weil ich nichts getan habe. Weil ich mir irgendwie mehr vorgenommen habe, bevor ich frei hatte oder gedacht habe, boah, wenn ich frei habe, dann mache ich mehr. Keine Ahnung, wie auch immer, weiß ich nicht. Und ja, aber es läuft, also ne, es ist nur ein Tag frei und das ist irgendwie mal doof und man ist fertig und man will eigentlich nur seine Ruhe haben. Und auf der anderen Seite ist das schlechte Gewissen und sagt, du musst was tun. Das ist doof. Und irgendwie kommt jetzt noch dazu, dass ich denke, scheiße, du hast frei gehabt, du hättest ein cooles Video machen können. Und stattdessen habe ich nichts gemacht. Jetzt fühle ich mich noch schlechter. Ja, aber irgendwie habe ich das wohl gebraucht, das Rumgammeln nach den anstrengenden Tagen. Naja, irgendwie aber nicht schön. Deswegen habe ich mir überlegt, muss euch ja irgendwie was bieten hier. Kann jetzt nicht dieses Video beenden, in dem nur zu sehen ist, dass ich mit dem Hund draußen war, dass ich mich darüber aufgeregt habe, wie die GoPro nicht mehr aufzeichnen konnte, weil der Akku zu schnell leer war, wie ich einkaufen war. Und mehr habe ich gar nicht gezeigt, glaube ich. Das ist scheiße. Also habe ich mir überlegt, koche ich jetzt weiße Bohnen einen Topf. Das machen wir jetzt. Ja, und sonst irgendwann wird mal der Tag kommen, wo ich kein Video aufnehme oder keinen Blog veröffentliche. Aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht. Ja. Sorry. Die Frage ist dann, wie ich damit umgehen werde. Weil auf der einen Seite kann ich sagen, ja, okay, dann ist das halt passiert, aber ist ja jetzt kein Weltuntergang, keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite werde ich natürlich ziemlich, ja, unzufrieden sein. Ob das ist das richtige Wort dann? Ich weiß auch nicht. Egal. Ich koche jetzt einen Topf, weiße Bohnen, einen Topf. Und dann schauen wir weiter, was passieren wird. Ich sag später Tschüss. Oh, mein Scheißerchen. Ist bequem. Na, Cookie, warum bist du jetzt aufgestanden? Hast du so tief geschlafen? Hoffst du, dass hier was abfällt für dich, ne? Ich werde krank. Ja, es fühlt sich echt den ganzen Tag schon so an im Hals. So. Weiß ich nicht, ich kann es auch schlecht beschreiben. Aber es ist so ein bisschen halt, als wenn die Nase zu ist und zum Druck. Ich weiß nicht, ob man es auch hört. Wird wahrscheinlich den Rest beim Schneiden merken. Scheint irgendwie eine Grippe zu werden. Toll. Eigentlich hatte ich dies Jahr nicht vor, krank zu werden. Ich habe noch nicht mal Ibuprofen da, um irgendwie der Sache vorzubeugen. Muskeln und Nerven, Magnesium. Ich glaube nicht, dass es hilft. Ich weiß nicht, es fühlt sich nicht gut an. Ich bin echt unzufrieden heute. Ich habe echt das Gefühl, ich habe überhaupt nichts getan. Habe ich ja irgendwie auch nicht, außer, wie gesagt, die bestimmten Sachen, also hier einkaufen und Wäsche und so. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße, das kotzt mich an. Keine Ahnung, was ich hätte besser machen können oder so, außer halt den Arsch hochbekommen. Ja, es nervt. Ich weiß auch nicht, wie ich es wirklich beschreiben soll, außer dass ich ja unzufrieden bin. Aber ich denke, ihr kennt das auch. Gut. Hier kannst du bisschen schneller gehen, bitte. Achso, Zwiebel könnte ich ja noch anmachen. Einfach Zwiebeln, ne? Schalotten nur noch. Oh, ist okay. Schalotten gehen auch. Ja, ansonsten kocht man die Erbsensuppe oder. Achso, ne, weiße Bohnen wollte ich ja heute machen. Weiße Bohnen, ein Topf. Im Prinzip genauso wie die Kartoffelsuppe, die ich hier schon mal gekocht habe. Bei Hülsenfrüchten im Allgemeinen ist nur wichtig, dass ihr
keine Gewürze ranmacht, also kein Salz ranmachen und kein Zucker ranmachen, bevor die Hülsenfrüchte nicht gar sind. Ansonsten verlängert sich die Kochzeit. Auf der Verpackung steht immer drauf, also eine Empfehlung, wie lange ihr sie kochen müsst. Generell ist Einweichen immer eine ganz gute Sache, also vorher einweichen, je nachdem, was ihr da habt, müsst ihr gucken, steht auch auf der Verpackung drauf, wie lange empfohlen wird, die einzuweichen und so. Ja, müsst ihr aber nicht, also ihr könnt das auch so kochen, dauert halt nur ein bisschen länger. Und dann keine Gewürze ran, bis nicht die Hülsenfrüchte gar sind. Ich nehme erstmal die Hälfte davon. Das sollte mehr als genug einfach sein. Das könnte man hier noch Kassler oder Speck ranmachen, aber bei mir gibt es das natürlich nicht. So. Wasser drauf. Den ganzen Spaß kochen lassen. Ich war gerade noch mal mit Cookie draußen und das war irgendwie merkwürdig, weil es fuhr wirklich die ganze Zeit, seitdem ich hier aus der Tür raus bin und erst als ich wieder hier oben reinging und jetzt natürlich, aber die ganze Zeit, wo wir unsere Runde gemacht haben hier, fuhr kein einziges Auto auf der Straße und wir haben keinen einzigen Menschen gesehen. Das war irgendwie, ja, merkwürdig. Ist man nicht gewohnt hier eigentlich, aber gut. Ja, ansonsten kocht hier mein Bohnen, mein Topf. Ich habe jetzt gewürzt und jetzt ist das auch gleich fertig. Ich glaube, ich mache mir erstmal einen Tee. Innere Ruhe, karibisch, Tropikaner, Ananas, Kirsche, Marzipan. Ja, das ist nicht so toll, Kamillentee ist richtig eklig. Ganz hinten mein Lieblingstee. Ja, bestimmt. Ja, nicht reinfallen. Nein, nicht reinfallen. Ja, ansonsten war es das dann leider für heute. Aber gut, ihr wisst warum. Und vielleicht kann das der ein oder andere nachvollziehen, dass ich nicht so viel gemacht habe heute. Happy bin ich damit selber nicht, aber gut. Nun kann ich es auch nicht mehr ändern. Muss nur zusehen, dass ich das nächste Mal einen Arsch hochkriege. Na gut, dann ja. Sage ich wie immer am Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video, das dann hoffentlich morgen sein wird. Gut, tschüss.